Hallo liebe Kinderabhörer, schön, dass ihr wieder bei uns eintragt. Heute schnitzen wir ein Herz. Herz kommt als Geschenk immer gut an, sei es zum Muttertag, zum Geburtstag oder weiß ich was. Um ein Herz zu schenken, gibt es immer einen Anlass. Und das ist furchtbar leicht zum Schnitzen. Ihr braucht da unglaublich wenig Material dazu. Eine Maßgabel, ein Taschenmesser, wenn es geht, mit integrierter Säge und Schleifpapier. Wer möchte, kann sein Herz auch anmalen, was ich allerdings ein bisschen schade finde. Ich habe euch ein bisschen schon mal wunderschön die Maserung von dem Holz. Und jetzt muss man hier als Schnitzer auch spielen. Wenn ihr rausgeht, mit den Kindern im Stadtpark oder im Wald unterwegs seid, sucht euch bitte so eine Y-Art. Was wichtig ist, bevor ihr losschnitzt, hier diesen Hauptast, den Haupttrieb, den schneidet ihr bitte auch als letztes zurecht. Denn so, wenn ihr schnitzt, habt ihr dann wunderbar das ganze Herz in der Hand. Wir beginnen deswegen oben mit diesen zwei Seitentrieben, die so Y-förmig weggehen. So, zuerst packen wir die Säge von unserem Taschenmesser aus und kürzen die beiden Seitentriebe. So, und ihr seht, ich habe jetzt die beiden Seitentriebe abgeschnitten und als nächstes wollen wir jetzt das Ganze abrunden. Dazu brauchen wir vom Taschenmesser die große Klinge. So, ihr seht, wir runden jetzt das Ganze zu zwei so Halbkugeln ab. Immer einen kurzen Schnitt hier an der Kante und dann sofort wieder weiterdrehen. Und ihr seht schon selber am Profil, das Ganze wird langsam, aber sicher rund. So, ihr seht, wir haben jetzt schon die erste Hälfte vom Herz fertig. Das Ganze ist abgerundet und jetzt beginnen wir mit der anderen Seite. So, liebe Kinderautorer, ihr seht, unser Herz nimmt langsam immer mehr Gestalt an. Jetzt haben wir bereits den zweiten Teil fertig geschnitzt. So, und in unserem nächsten Schnitt sägen wir jetzt das Herz vom Haupttrieb ab. Liebe Kinderautorer, jetzt haben wir bereits unser Herz aus dem Ast raus gesägt. Wenn wir uns mal die bereits fertigen Herzen ansehen, dann müssen wir jetzt hier das Ganze unten anspitzen, wo davor am Ast der Haupttrieb gewesen ist. Das ist jetzt nicht etwas schwierig, je kleiner euer Herz ist, also das Holzherz natürlich, umso besser müsst ihr das jetzt in der Hand festhalten, in der linken. So, die Form vom Herzen stimmt jetzt auch, ihr seht auch schon seitlich, das Ganze haben wir etwas zugespitzt. Und jetzt geht es noch darum, die Rinde, welche sich auf dem Holz befindet, vorsichtig zu entfernen. So, und jetzt zum Schluss bekommt unser Herz seinen Feinschliff mit dem Schleifpapier. Ihr beginnt wie immer erst mit dem groben Schleifpapier, das ist das mit der niedrigsten Körnungszahl, das ist hinten drauf gedrückt auf der Rückseite und steigert euch dann langsam zu einem feineren. Ja, liebe Kinderautoren, wir sind fertig für heute, wir können unser Taschenmesser weglegen, haben ein schönes Herz geschnitzt und das wird erst richtig schön, wenn das Holz etwas nachdunkelt. Es ist eine sehr kurzweilige Schnitzarbeit mit Kindern, für die ist es immer wichtig, dass dabei was rauskommt. Ihr könnt einen Anhänger draus machen, ihr könnt es einfach so als Handschmeichler auch verschenken, wie ihr wollt, ihr könnt es anmalen. Das ist alles euch überlassen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Schnitzen und schaut wieder mal rein bei kinderautor.de. Vielen Dank und tschüss.